Hallihallöchen Leute und willkommen zurück zu einer weiteren fröhlichen Folge Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Und wir werden uns jetzt in diesem Part weiter in der Welt Nummer 4 begeben. Ich darf eigentlich vierte Welt sagen, ne? Ja, vierte Welt, in der vierten Welt bewegen. Und ja, bevor wir richtig anfangen, bevor wir uns in die nächste Schlacht begeben, werden wir mal ganz kurz mal ein paar Waffen checken, weil wir haben jetzt inzwischen einiges an Geld gesammelt. Und unsere Hauptteammitglieder sollten auf jeden Fall so gut wie möglich ausgestattet sein. Das ist unter anderem Luigi, Rabbit Luigi und ab und zu auch unsere Rabbit Peach. Die könnt entweder Honig nehmen oder Stoß. Jetzt überlege ich gerade mal. Eigentlich können wir ruhig Stoß machen dann bei ihr. So, dann haben wir noch unseren lieben Rabbit, Rabbit Mario. Übrigens, das ist eine von den Pixel-Waffen, die man sich als DLC dazu holen kann. Anfangs sehr praktisch, aber jetzt inzwischen bei uns schon vernachlässigbar. Die Waffe finde ich jetzt allerdings cool. Da muss ich jetzt sogar zugeben, die sieht jetzt richtig cool aus. Okay, Peach könnte auch schon eine neue Waffe nehmen. Ich muss natürlich überlegen, welche Charaktere werde ich die meiste Zeit bei mir haben. Und Rabbit Yoshi war zumindest mal ab und zu mal ein bisschen nützlich. Deshalb nehme ich den gerade mal mit. Und ja, Mario braucht auf jeden Fall gute Ausrüstung, um überhaupt eine Weile überleben zu können. Jetzt überlege ich gerade Honig oder Sprung, aber eher Sprung. Dann gucken wir bei der sekundären von dem Rabbit Luigi. Der Feuer oder Stoß. Wir haben bereits eine Feuerwaffe, also können wir ruhig Stoß machen bei ihr. Aber Luigi ist mir gerade interessanter, weil es soll auch ein bisschen eine Möglichkeit haben anzugreifen. Und ich überlege gerade, ob wir nicht Tinte machen. Weil der Vorteil von Tinte ist einfach, dass die Gegner nicht mehr angreifen können. Also selbst. Und die Chance ist 50%. Ist beim Sprung ebenso. Also nehmen wir mal die Tintenvariante. Und ja, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Geld sammeln, damit wir da noch was Neues holen können. So, auf jeden Fall geht es jetzt hier anscheinend entweder da runter oder da gibt es eine Kanone wahrscheinlich. Ja, natürlich. Auf jeden Fall sehr ominöse Gegend hier. Überall gefährlich. So, und erstmal gehe ich mit meiner Hauptgruppe hier, also mit Luigi, Rabbit Luigi und Mario auf Gegnerjagd. Anscheinend geht es jetzt in diese komische Konstruktion, in diese komische Höhle. Ah, da gibt es was zum Gucken. Sehr ominöse Höhle. Okay. Was ist das für ein komisches Ding? Ah, das ist die Zunge quasi. Soll die Zunge darstellen, okay. So, wo sind wir jetzt? Im Inneren von der Maschine oder wie? Anscheinend ja. Machen wir die ganzen Blöcke hier kaputt. Und damit wir uns frei bewegen können, wenn wir dann gleich den roten Ring aktivieren. So. Sehr cool. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Also ich sehe jetzt im Moment noch gar keine roten Ringe. Jetzt sehe ich rote Ring. Da hinten kommt auch der rote Ring. Rote Münze. Ein bisschen rüber beeilen, wie es aussieht. So. War doch gar nicht mal so schwer. Und direkt eine neue Waffe. Wahrscheinlich für eins von unseren Haupthelden. Ja, natürlich. Da hätte ich kurz mal warten können. Für Rabbit Peach gibt es nämlich schon direkt eine neue Waffe. Und da drin gab es auch noch eine Kiste. Sehr clever. Was gab es da gerade zum Gucken? Ah, den Rabbit, wie er gerade da am Rumschlittern ist. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rüber. Was gibt es denn da noch? Okay, ein Mixer. Vor allen Dingen ein Mixer für Lava.
Okay. Alles klar. Ist ja nicht so, als ob die von selbst irgendwie da runterflattert so. So. Runterfließt. Da gibt es nichts mehr für uns. Der Powerblock könnte vielleicht noch interessant sein, da ich möchte gerne die Unterhaltungen triggern, weil ich finde die ganz toll. Eigentlich recht kreativ immer. Und vor allen Dingen die Röhre möchte ich noch mal schauen, was es da so gibt. Oh, eine silberne Truhe. Oh, mit einem Musikstück. Oh, die Phantommelodie. Oh, schön. Da kann man immer seinen Gesang oder wenigstens die Hintergrundmusik beim Bosskampf kann man immer dann schön mithören. Oh, das ist schön. Oh, da tauchen auch immer die ganzen Münzen auf hier. Geld. Geld. So, und jetzt geht's wahrscheinlich komplett darunter. Ja, jetzt müssen wir darunter. Sehr ominös. Ich sehe da schon ein paar Gegner. Ich glaube, ich sehe da schon ein Schlachtfeld direkt. Ja, da hüpft was im Hintergrund. Ja, das ist mit dem schönen fluffig bleibenden, mit der fluffig bleibenden Lava. So, Kapitel 2. Da dürfen wir wahrscheinlich direkt gegen Grobiane, ja? Da sind einige Grobiane und ein paar Siggis und ein paar Hüpfer, wie ich sehe. Ein paar Hopser. Nichts, dass wir nicht schon irgend dieser Form kennen. Das sind die Lava-Grobiane, okay. Die sehen auch ganz schön crazy aus. Ansonsten Hopser, ansonsten Siggis. Nichts komplett Ungewohntes. An der Stelle. Vielleicht können wir auch noch schön das Highground nutzen für uns. Aber jetzt geht's erstmal hier rüber. Da reicht's mir leider nicht ganz. Aber ich habe, glaube ich, eine Idee. Aber ich werde jetzt erstmal hier den da ausschalten. Und vielleicht die Gegner schwächer machen, ja. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich alle packen werde, bis ich mal da durch bin. So. Versuche ich erstmal möglichst viel Schaden an den Gegner zu machen. Ist alles gar nicht mal so leicht. Weiß nicht, wie ich mit dem Luigi jetzt gerade springen sollte an der Stelle. So. Und jetzt überlege ich gerade. Auf jeden Fall lösen wir das mal geschwind aus. Auch wenn es Grobiane sind, aber das ist eigentlich manchmal sogar ganz praktisch, wenn die da in der direkten Nähe sind und sich dann um die kümmert. So, da haben wir es hier ganz gut gebracht. Dann sollten wir gucken. 90%ige Chance auf Verbrennen. Dann aktiviere ich nochmal meinen eisigen Blick. Trifft allerdings auch Luigi. Und ich glaube, da drüben trifft es noch unseren Yoshi, unseren Luigi-Kumpel. Aber probieren wir es mal. So, jetzt löst er auf jeden Fall die Angriffe von Mario und Luigi aus. Sehr schön. War ungefähr so geplant. Zugegebenermaßen nicht genauso. So, jetzt muss ich natürlich mit dem Rabbit Luigi angreifen und der kriegt logischerweise Feuerschaden. Und nochmal etwas mehr an Schaden rangeklotzt. Und das war's. Dann haben wir jetzt die Grobiane schon mal weg und müssen uns jetzt nur noch um die Hopser und die Siggis kümmern. Nimmt uns schon mal auf jeden Fall einen riesigen Teil dieser Mission ab. Die aktivieren natürlich ihre komischen Bösewichtsblicke. Und der kriegt natürlich einen richtig schönen Schaden direkt. Gut, er greift jetzt natürlich unseren Rabbit Luigi an, der ist jetzt ohne Deckung. Während er jetzt hier gerade, während die eine Explosion dafür gesorgt hat, dass der Block verschwunden ist.
Ist aber nicht schlimm bei in seinem Fall. Der Schaden war jetzt nicht schlecht, muss ich selber sagen. Das Lustige ist, mein Controller vibriert und ich hoffe, der hört gleich auf damit, weil es ist eindeutig ein Fehler. Ah, und hat aufgehört. Irgendwas hat das gerade gecheckt. Irgendwas hat er auf jeden Fall auf dem Herzen. Mein Controller, ich glaube, der ist gerade psychisch ganz schön belastet. Also sonst habe ich die Problematik eigentlich nie. Gut, auf jeden Fall kümmern wir uns schon mal um den da. Und wir bekommen noch einige HP von dem kleinen Kollegen hier. Und ja, wird sich gleich zeigen, ob wenn ich da irgendetwas mache. Komischerweise zwischendurch ist mal wieder nichts. Also kann ich nicht sagen, woran es genau hängt. Was ich weiß ist, dass ich mir den Sigi da hier von den Hopser vorknüpfe. Solange der keine Barriere hat oder irgendwas. Hätte jetzt ein klein bisschen besser laufen können, aber ist jetzt auch nicht so weiter wild. So. Und jetzt bringt mir leider auch der Angriff nichts hier oben. Und das bringt mir natürlich auch nichts, aber ich kann zumindest mal die Barriere wegmachen. Und der Rabbit Luigi könnte mal hier etwas machen im Sinne von Barriere. Und ja, der Controller ist nach wie vor immer mal wieder am Vibrieren. Das ist aber komischerweise erst seit dieser Schlacht. Und das ist der Grund, warum ich Mario halt so viel HP gegeben habe, weil der einfach ein beliebtes Ziel wird im Laufe des Spiels. Hält sich zum Glück noch einigermaßen in Grenzen. Wir haben auch keine Situation von wegen, dass hier ganze Zeit irgendwelche Lava aufsteigt oder sowas. Mal gucken, wo ich hier lande. Ne, das brauche ich nicht unbedingt. Das kann ich auch nicht unbedingt brauchen. Also ich vorbereite mir mal das. Das kann ich schon mal vorbereiten. Beziehungsweise, ja, das trifft ihn halt an der Stelle. Sehr gut, sowas. Und Mario könnte... Ich überlege mal gerade, was ich mache. Wir könnten es mal noch versuchen, ob Mario vielleicht noch zu dem einen vorkam. Ja, perfekt. Sonst hätte ich das mit dem Rabbit Luigi gemacht, aber das geht jetzt wunderbar in Mario. Ja, wunderbar. Kleinigkeit. Und einmal weggeballert und fertig. Eine wunderschöne Runde war das. Und Schlacht gewonnen. Woo! So, Controller ist immer noch ein bisschen am Abzicken. Aber sollte erst einmal, was das Spiel betrifft, uns nicht großartig weiter beschäftigen. Könnte an der Lava-Gegend liegen, könnte auch einfach daran liegen, dass der irgendwas gerade hatte, womit er nicht so ganz recht kommt. Jetzt vibriert er die ganze Zeit. Werde ich dann wahrscheinlich zwischen den Folgen mal ein bisschen beheben. Vielleicht einfach meine Konsole neu starten. Ist auch egal. Es könnte auch ein Pro-Controller-Problem sein. Völlig egal. Wir machen einfach weiter an der Stelle. Das sieht interessant aus. Ja gut, aber mich interessiert eigentlich dieses komische Metallstück da. Das sieht recht lustig aus. Aber gut, okay, kriegen wir nicht zu Gesicht. So, dann können wir das hier mal machen. Aha, das bringt nur das. Okay. Was mit dem Blauen und so? Das brauchen wir gar nicht? Anscheinend brauchen wir das gar nicht. Ah, das bringt uns hier runter. Praktischerweise direkt zu einem Pilz, um Mario auch noch zu heilen. Und, ja. Geht's auch schon direkt weiter, wie es aussieht. Gibt's nichts Interessantes mehr hier. Oha, zieht die Rabbits rein, die Wahnsinnigen. Die trinken den Lava-Scheiß. Oha, was für ein harter Kerl.
Mein Gott, die trinken das. Ah, Versuch Nummer 3. Also, super Effekte von den Gegnern. Versauen es mir eigentlich die ganze Zeit. Und dann sind auch noch die Valkyren. Es gibt immer im dritten Zug, bei mir gibt es immer eine Phase, wo ich nichts gegen den Gegner machen kann, weil die erst noch erscheinen werden. Und ja, ich müsste eigentlich die ganze Zeit Charaktere nehmen, die entweder viel HP haben oder heilen können oder beides. Deshalb haben wir folgende Situation. Ich müsste jetzt mir eigentlich Rabbit Mario dazu holen und dann entweder Peach oder Rabbit Peach, einen von den beiden, die die ganze Zeit versuchen, die Gegner wegzuhauen. Wobei eigentlich der, ich sag mal so, der war nicht schlecht, unser Rabbit Luigi, aber der, wir brauchen einen Heiler. Irgendeiner, der zwischendurch mal die Gruppe mal pusht. Das heißt, ich muss mich wieder auf etwas anderes einstellen. Und das ist das, was mich jetzt wieder am Spiel stört. Ich habe jetzt zwei Sachen erwähnt in den Aufnahmen, die ich bisher hatte, die mich so generell stören an dem Spiel. Ist einfach vor allen Dingen dieses gezwungene Spiel, also wie ich unbedingt an das Spiel ran muss, an den Kampf. Und da ich jetzt natürlich mit Rabbit Mario so gut wie gar nichts zu tun hatte, für mich auch nur ein frustrierender Charakter ist, weiß ich nicht ganz, was ich mit dem machen soll. Wahrscheinlich gehe ich auf Raserei bei ihm und dann auf Gegner ranziehen oder viel HP. Eigentlich viel HP fühlt sich bei ihm natürlicher an. Wen haben wir noch gesagt? Rabbit Peach, ne? Ja, Rabbit Peach muss natürlich heilen. Und wenn es geht, ein bisschen Schaden mit Raserei machen ist aber auch nicht so leicht bei ihr. Also würde ich eher auf die Bewegungsradius-Geschichte gehen. Und das bisschen Raserei. Es ist frustrierend. Ich mag Mario. Mario ist einer meiner Lieblingscharaktere, Videospielcharaktere überhaupt. Aber das Frustrierendste an Mario ist einfach, dass man hier in dem Spiel überhaupt keine Freiheit hat zu sagen, ich möchte jetzt den und den Charakter, weil der gefällt mir, mit dem habe ich mich schon gut eingespielt. Jetzt habe ich hier, zieht euch das rein, ich habe jetzt hier Rabbit Mario. Dem habe ich Ewigkeiten nichts mehr gekauft und der hat schon drei... Oh, ich muss wieder irgendeinen nehmen, den ich ab und zu mal... Aha. Sagt Rabbit Mario jetzt total fehl am Platz. Jetzt muss ich Rabbit Yoshi nehmen, weil der einzigste Charakter ist unter den Leuten, die ich einigermaßen gut ausgestattet habe. Sehr frustrierend sowas. Ich mag das überhaupt nicht, wenn mir aufgezwungen wird, welche Charaktere ich zu spielen habe und welche ich nicht zu spielen habe. Okay. Jetzt gucken wir mal, was wir mit dem Kollegen hier machen. Gut, viel HP macht bei ihm Sinn. Dann... Barriere macht bei ihm Sinn. Und eigentlich die Raserei sollte bei ihm auch möglichst hoch sein. Deshalb gucken wir mal, dass wir die Raserei mal doch ein bisschen mehr fördern als jetzt seine HP gerade. Dafür hat er ja ein Schutzschild eigentlich. So. Bin ja mal gespannt, ob wir das in der Art und Weise schaukeln können. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, Rabbit Peach. Mir mehr oder weniger aufgezwungen wird an der Stelle, weil ich irgendeinen brauche, der heilt. Weil die ganze Zeit irgendwelche Valkyren auftauchen auf der Karte. Sieht anfangs gar nicht mal so... Sieht anfangs so unscheinbar aus, aber ist doch schwieriger, als man sich das vorstellen will. So... Na gut, ich kümmere mich jetzt schon mal um den da. So, Mario könnte sich auch mal ein bisschen um den schon mal kümmern. Sie gesagt, nee, Mario macht noch gar nichts. Geh erst mit Rabbit Yoshi irgendwie mal vor und versuch mal ein paar Gegner schon mal abzuschrecken. Mit meinen Gatling-Künsten. Wie gesagt, das ist eines der Sachen, die ich richtig, richtig hasse bei dem Spiel. Es gibt nichts anderes, was mich dermaßen aufregt, aber dass Mario die ganze Zeit im Team sein muss, das regt mich auf. Das mag ich überhaupt nicht.
Ich meine, selbst Final Fantasy Tactics Advance, auch wenn man gerne den Hauptcharakter dabei hat bei jeder Schlacht, aber der ist nicht etwas, was erzwungen wird. Also man ist nicht gezwungen, den Hauptcharakter permanent in der Runde dabei zu haben. Sondern da kann auch mal ruhig jemand anderes, der für die Situation besser geeignet ist, einfach eingesetzt werden. Und das ist das, was mich ein bisschen bei dem Spiel frustriert. So, zum Glück Rabbit Yoshi macht hier einen sehr guten Schaden. Sehr wertvoll an der Stelle. Wir müssen also ein bisschen mehr auf Zeit spielen bei der Stage. Ich habe eigentlich erstmal gedacht, ich rushe mich. Also ich renne hier einfach die ganze Stage durch. Indem ich meine übliche Luigi-Schnelllauf-Vorlauf-Taktik benutze. Aber das kann ich nicht machen. Weil jetzt die ganzen Valkyren später erscheinen, gegen die ich nichts so wirklich machen kann. Jetzt kommt die Situation. Das ist sogar erst im zweiten Zug. Jetzt tauchen ein paar Stellen auf, wo Rabbits erscheinen. Und jetzt kommen einige Valkyren unter anderem. Erstmal vor allen Dingen Sigis und dann später Valkyren. So, gegen die müssen wir natürlich irgendwas machen. Problem ist, das Spiel, dadurch, dass wir Mario immer dabei haben müssen, denkt auch immer ein bisschen so mit. Wir müssen Mario ständig beschützen und das ist das, was mich am meisten unter anderem auch aufregt an dem Spiel. Wir müssen Mario eigentlich eher beschützen die ganze Zeit. Wir machen mit ihm nichts Aktives. Wir sind eigentlich nur dabei, ihn zu schützen. So. Gut, das, was ich jetzt mache, ist jetzt nicht unbedingt fördernd seinem Überlebenswillen, sage ich mal, seiner Überlebensfähigkeit. Aber ich schiebe hier noch die Rabbit Peach hinterher und erwarte jetzt eigentlich, dass der CPU so klug ist und sich vor allen Dingen um Rabbit Peach kümmern will, weil die jetzt eigentlich nur noch einen Schritt davor entfernt ist, zum Ziel zu kommen. Vor allen Dingen kann ich jetzt bei ihr die Barriere einsetzen. Und wäre eigentlich in der nächsten Runde wäre ich fertig hier. Eigentlich. Aber sie hat 287 HP, was nicht viel ist. Und das finde ich auch scheiße, dieses Feuer, dieser Feuereffekt. Aber ist was ein eigenes Problem, was ich da habe. So, jetzt kann allerdings so gut wie jeder kann Rabbit Peach angreifen. Wir werden es zumindest mal versuchen. Gut, der mit 0%. Immerhin kann er den Block schießen. Ah, da könnte der Super-Effekt ausgelöst werden. Ja, was jetzt nicht mal so schlecht geendet hat, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Auch das war jetzt noch nicht so schlimm. Und dass der angefokust wird, Mario stattdessen, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber das meine ich, Mario ist so ein beliebtes Ziel. Mag Mario an der Stelle überhaupt gar nicht. Kurioserweise wird das jetzt mit der nächsten Runde schon beendet sein hier. Aber davor habe ich mich so lange ärgern müssen mit dem Scheiß. Ach komm, mach fertig hier. Unglaublich, jetzt funktioniert's. Und das auch nur aus purem Zufall. Weißt du, aber davor erstmal zwei Versuche machen müssen. Und dabei gemerkt, dass es komischerweise immer noch nicht ganz hinhaut. Na wunderbar. Ach Gott, das Spiel ist manchmal ein bisschen frustrierend. Also, ich muss schon sagen. Okay. Jedenfalls kann es jetzt weitergehen. Wir können ja mal direkt den Schritt vorwagen, tiefer in diese Katakomben, in diese Mine. Komischerweise vibriert der Pro-Controller immer noch wie verrückt, obwohl hier eigentlich nichts ist, gar nichts sein kann und auch nie sein, was sein wird, aber offensichtlich macht ihn das psychisch schon so weit fertig, dass wir jetzt hier
in einem Bereich waren, wo ein bisschen mehr los ist. Boah, sag bloß, ein paar von denen sind noch versteckt hier. Oh mein Gott, da war sogar noch ein verstecktes. Okay, eine Waffe. Für welchen Charakter? Ah, für Rabbit Mario, mein beliebtesten, mein Lieblingscharakter. Den ich auch ständig dabei habe. Ja, genau. Rabbit Mario. Ah, na gut. Gucken wir mal, wohin uns das hier führt. Oh, hier runter, okay. Aha. Okay, da hätte ich jetzt nicht unbedingt runtersausen dürfen. Okay, da gibt es jetzt den Schalter. Ob das jetzt so sinnvoll war, den zu aktivieren, weiß ich jetzt an der Stelle natürlich auch nicht. Wird mir ja gar nichts erklärt hier. Ist ja alles hier reines spontanes Zirkeln hier. Oh, und von dem roten Schalter habe ich immer noch nichts gesehen. Also hier, habt ihr was gesehen? Ich habe bisher noch nichts von dem roten Schalter gesehen. Kann ich da runtersausen? Nein, kann ich nicht. Gibt es da irgendwo einen Block? Nee, bisher noch nicht. Nichts in der Form da. Es gibt einmal die Blöcke hier, aber sonst gibt es nichts zum Verschieben oder sonst etwas in der Richtung. Hier nur noch mal wieder irgendwelche komischen Kekse. Kala Cookies, hey, super! Direkt aus dem Spukheim-Schloss Dingensbumstens. Da ist ein roter Schalter, den ich gerade gesehen habe. Und wie gesagt, eines der frustrierendsten Teile an diesem Spiel. Es gibt wenig, das mich an dem Spiel frustriert. Nicht mal die Zusammensetzung der Gegner, nicht einmal die Maps oder irgendwas. Die Schlachten sind alle klasse. Sie machen eine Menge Spaß. Ich habe auch lange nicht mehr so viel grübeln müssen für ein Strategie-RPG. Es gefällt mir alles sehr gut. Gameplay-technisch echt super. Die Präsentation des Spiels ist auch überste Klasse. Die Charaktere, die glänzen richtig. Die gefallen mir einfach optisch sehr, sehr gut. Aber das einzigste große Manko an dem Gameplay ist, dass Mario immer und überall anwesend sein muss. Ich verstehe warum. Ich kann verstehen warum. Einfach weil er der Hauptcharakter des Spiels ist und weil man hier den Fokus auf ihn so legt. Weil er halt auch, sage ich mal, in den Cutscenes und so immer vorkommen muss. Es erschließt sich mir durchaus, warum er immer da ist. Warum er ständig in irgendeiner Form auftauchen muss. Aber warum? Wer wird es denn in Schlachten? Warum kann man ihn in die Cutscenes nicht einfach so integrieren, ohne dass man hier immer gezwungen ist, ihn zu benutzen als Charakter? Warum hat man das nicht einfach so gemacht, dass man auch mit anderen Charakteren spielen kann, mit Peach und mit Luigi, auch wenn vielleicht, jetzt sage ich mal, die nicht die beste Wahl sind im Moment. Oder einfach die Cutscenes als Mario abspielen und dann einfach mit Luigi weiterzocken. Warum nicht? Ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Es ist ich glaube, das ist Geheule jetzt gerade auf höchstem Niveau, aber das ist eines der Sachen, die mir echt nicht gefallen. Dass Mario immer dabei sein muss. Das nimmt ja den ganzen Spaß an dem Kombinieren von Charakteren, von den Zusammensetzungen. Das nimmt ja ein bisschen den Spaß weg, weil ich muss immer denken, ein Mario. Dann immer zwangsweise ein Rabbit-Charakter, egal welcher. Aber auf jeden Fall ein Rabbit-Charakter muss immer dabei sein, wegen der Cutscenes, ganz klar. Und dann der dritte Charakter kann von mir aus ein Rabbit sein oder ein menschlicher, ja, in Anführungszeichen menschlicher Charakter. Und das ist das, was mich stört. Zwei Slots sind immer zwangsbelegt. Und
die reine Kombination findet eigentlich gar nicht so wirklich statt, sondern die wird ja eigentlich mehr oder weniger erzwungen an der Stelle. Naja, auf jeden Fall, ich mache mal an der Stelle den Part zu Ende. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, werden uns hier den dritten Abschnitt vornehmen und mal ein bisschen schauen, ob denn vielleicht ein paar neue Gegner auftauchen, weil jetzt haben wir ja lange genug irgendwelche Valkyren gehabt und sowas. Aber ich glaube, viele neue Gegner werden jetzt an der Stelle jetzt auch nicht mehr gezeigt. Vielleicht noch ein paar Minibosse. Mal schauen. Tybi hat mich ja schon aufmerksam darauf gemacht, dass hier ein Miniboss kommen soll, der wieder ein bisschen anders war, ist als die anderen davor. Auf jeden Fall, das war es erstmal zu diesem Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, tschüss.